Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Und wir reden jetzt mit diesem komischen Assassinen mit Maske. Bune Büyük, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Okay. In der Defensive. Die Templer bereiten einen Angriff auf die Galafeste der Assassine vor. Führen Sie die Assassinenbrüder bei der Verteidigung an. Machen wir. Ich habe mich übrigens neu ausgerüstet. Ich habe einen Streitkolben, der besser ist als mein Schwert. Und einen sehr guten Dolch. Sieht man das schon. Der Dolch ist echt klasse. Habe ich schon gesehen. Ich werde jetzt eh öfter mit dem Dolch kämpfen. Das habe ich bei Brotherhood gemerkt, dass mir das liegt. Von meiner Spielweise. So. What the hell soll ich denn hier tun? Hä? Überfordert mich nicht. Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. Okay. Krasser Scheiß. Wartet dort. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Kostet das nur Florin oder was kostet das? Jo. Okay. Barrikade errichten. Was wird das hier zu... Ist eine Tower Defense oder was? Wodurch bekomme ich denn hier... Hä? Ja, schön. Traumhaft. Und nun? Mhm. Kann ich wieder 9 setzen? Nö. Ja. Ich weiß ja nicht, wofür die Moral steht. Schalten Sie ein weiteres Dach frei. Hä? Was will das Spiel von mir? Wofür stehen die Kugeln da oben? Platziert euch dort. Gewehrschützen. Verteidigt das Gebiet. Schön. Verteidigt das für mich. Traumhaft. Ich weiß nicht, was der Assassine, der Anführer da macht, aber... Hey! Fünfzehn von was kosten die? Thank you.
Kann ich nicht angreifen. Ihr müsst diese Stellung halten. Ich werde wieder Fischverkäufer. Was macht der denn? Ja, toll. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. Da kommt der nächste Gewehrschütze hin. Platziert euch dort. Oh Mann, Mann, Mann. Bewegen Sie den Zeiger über die Tempeltruppe und drücken Sie LB. Schlag doch zu. Ah. Ah, okay. So, die haben wir aufgewertet. Dann mehr. Noch mehr Templer nähern sich. Ja. Auf jeden Fall da noch einen. Wenn wir hier noch da kann ich noch welche hinstellen. Platziert euch dort. So. Hier kann ich ja leider nichts hinstellen. So, verzieht euch da mal, ja? Danke. Das ist euer Ziel. Viel zu einfach. Verteidigt das Gebiet. Easy. Platziert euch doch. Jo. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Hier kann ich ja leider immer noch nichts positionieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dort drauf. Mach kaputt! Okay, wir bauen schon mal eine neue Barrikade. Ja, die Barrikade ist hinüber, habe ich gehört. Egal, hat gehalten. Krasser Scheiß. Ja. Luftattentäter. Mhm. Kommen strategische Komponenten langsam rein. Finde ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Übrigens, ich habe auch eine neue Kluft, wie man sieht. Weil ich das andere schon ziemlich altbacken eingerostet fand. Es hatte auch was, aber ich brauche was Neues. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Halic. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Machen wir doch noch glatt. Ich kann noch mal kurz was zeigen. Ich spare schon. Vielleicht sieht man das bei meinem Geld. Denn für 18.000, was auch immer das für eine Währung ist, bekomme ich eine Armbrust. Einkommen eingezahlt 0 im Tresor. Ja. Dieser Mann, was für ein Spektakel. Ich kann eigentlich nur noch so durch die gehinkt die ganze Zeit. Weil ich will unbedingt diese Armbrust. Komme was wolle. Dann stehen die lustigsten Situationen, nämlich dass ich zum Beispiel von Zivilisten einfach angegriffen werde, weil ich die alle beklaue. Und dass dann so eine Massenschlägerei entsteht.
Wo wollt ihr denn? Ein so ein Fight geht auf jeden Fall noch. Ich zeige euch mal die neuen Waffen. Hier gibt es verschiedene Lager offensichtlich. Das hier sind die Tempel und das andere sind die Wachen des Sultans. Vielleicht sollten wir uns den Sultan auch zum Verbündeten machen. Auf lange Sicht. So. Jetzt zeige ich euch den Dolch. Komm schon. Bam. 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 Aua. Wir nehmen die Medizin. Heben neue auf, hoffentlich. Danke. Fangen wir an, so ein bisschen zu looten. So, dann gehen wir nochmal zum Questgeber gleich. Sünde. Wir sind alle Sünde. Halt die Fresse. So. Das waren übrigens Ausrufer, die kann man auch bestechen. Das sind, die heißen immer noch Herolde. Da ist mein Questgeber. Kann ich schwimmen? Finden wir es raus. Schön. So, wir hören uns noch an, was er zu sagen hat. Oh ne, ich nehme die Truhe erstmal. Was soll ich mit Lammblut? So, na egal, wir machen... Nee, doch, okay, wir hören es noch an. In der Offensive, die Galata-Feste ist sicher, doch Yusuf ist noch nicht in seinem Kampf zurückgekehrt. Gehen Sie zur Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk in der Nähe des Bazars und suchen Sie ihn. Machen wir. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde. Hi. Glaubst du, du entkommst? Was war die Bedingung? Im nördlichen kaiserlichen Bezirk keine Konflikte auslösen, okay. Hey, loslassen! Endlich stellt sich ihnen jemand entgegen. Kommt schon. Easy. Ihr kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein stimmiger Kampf, sie in Schach zu halten. Die synchronisiert? Hä? Was stimmt denn jetzt mit euch nicht? Na egal, wir machen hier einen Schnitt. Moment. 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 Und ich bin over and out.